Die Kristallkaverne geht richtig ab und auch der heutige Donkey Kong 64 Part wird mal wieder richtig reinballern. Je nachdem, wie es läuft, könnten wir sogar schon zum Boss kommen. Und der ist auch wirklich Eskalation pur. Mein Lieblingsboss-Fight, so viel kann ich ja schon mal verraten. Aber bevor wir dahin kommen, müssen wir noch ein paar Aufgaben lösen und darunter mindestens zwei, die einfach Dreck sind. Ja? Also bleibt dran. Ich hoffe, euer Popcorn ist schon bereit. Auch heute ist wieder einiges geboten. Nun aber erstmal zu Tiny, die hier durchspazieren kann. Die 4 aktiviert. Den Hassan natürlich ignoriert, denn er ist für Diddy. Und so kommen wir an diese goldene Banane ran. Tiny Kong. Yay! Kaputt geht das Igloo nicht als einziges hier. Aber das muss es ja auch nicht. Und wusste ich doch, ich habe richtig gesehen, da ist noch ein Tiny Ballon. Den wollen wir natürlich nicht vergessen. Aber der macht schon wieder nicht mit. Oh, come on, please. Gut, vielleicht sollten wir nicht so wie wild einfach umherschießen, sondern auch mal zielen. Das macht sich häufig bezahlt. Da wir die andere 4 schon aktiviert haben, können wir uns hier easy warpen. Und sollten jetzt so schnell es geht zu Diddy wechseln. Weil die 4 eigentlich im Prinzip nur wegen ihm existiert. Magst du was ja eigentlich nicht so. Aber das hat man in dieser Welt leider häufiger getan. Die Warp-Plattformen mit irgendwelchen sinnlosen Ballons und Hassanen verbunden. Einfach, weil man wahrscheinlich wollte, dass die Kongs mehr miteinander zusammenarbeiten müssen. Und weil sie es wohl als ziemlich cool empfanden, die meisten Hassane zu versperren. Versperren und nur per Teleport möglich zu machen. Bin ich jetzt nicht so gehypt von, aber okay. Ich suche die ganze Zeit ein Jetpack. Jetzt habe ich eins gefunden. Mit der 2 kommen wir nämlich hier hin. Und da ist doch auch schon eins. Jetzt müssen wir zwar ein bisschen fliegen, aber 20 Kristallkokosnüsse werden schon ausreichen. Ich brauche nur kurz eine Orientierung. Wo geht's in den anderen Bereich? Ich glaube hier, ne? Ja, genau. Da war dieses Bonusfass, das haben wir schon hinter uns gebracht. Hier sind wir eben mit Tiny rein. Alles klar. So, und um das Schloss geht es heute natürlich auch. Das ist die schwierigste Aufgabe hier in der Welt. Und auch eine der heftigsten ever. Bin sehr gespannt drauf, auf jeden Fall. So, jetzt bitte richtig landen, weil alles andere wäre pure Belastung. Ist schon nicht leicht. Ui. Übelst an der Kante. Wir können froh sein, dass ich da nicht abgerutscht bin. Alles gut. Hallo, grüß dich. Kleiner Bastard. Oh, ich sollte aufpassen mit meiner Wortwahl. YouTube wird da ja jetzt strenger, wie man erfahren hat. Was halt schon ein bisschen. Ja, weiß ich nicht. Auf der einen Seite kann ich es verstehen, auf der anderen Seite ist es aber auch wirklich ein bisschen übertrieben. Weil selbst, wenn man jetzt als YouTuber heftige Worte rauspiept, was ich ja auch schon gemacht habe und viele andere auch tun, selbst das ist mittlerweile verboten. Und einige andere Dinge ändern sich auch. Es wird nicht einfacher für uns, Leute. Es wird nicht einfacher. Wobei sie sogar das Copyright-System jetzt mal einfacher machen. Wer ist da denn auf die Idee gekommen? Ist ja nicht so, als würde man das schon seit Jahrzehnten fordern. Ja, okay, Jahrzehnten. Seit 5 Jahren oder so fordern. Ja, aber hey, immerhin tut sich jetzt langsam mal was. Gut, anderes Thema. Diddy, auf dich wartet die heftigste Hausmission. Ich dachte ja schon, dass ich sie im letzten Part gemacht hätte, aber ist mir dann relativ schnell aufgefallen, dass das irgendwie ein bisschen zu einfach war. Ja, liegt daran, dass Diddy einfach mal 2 Hauseingänge hat. Der obere ist der chilligere. Komm aus dem Weg da, du Petwanz. Und der untere Weg ist viel, viel
schlimmer. Also da muss es eigentlich Fails geben. Alles andere wäre komplett broken. Ich weiß zwar, was mich erwartet, aber trotzdem wird das einfach nur dreckig. Cool. Jetzt haben wir mal den Zinger so richtig sterben sehen. Das freut mich bei denen. Ja, und da wären wir. Bei Diddys Hölleneingang. Jede Menge Gegner am Start, ja. Und es gibt dir irgendwo... Oh nein, sag mir nicht, ich bin falsch gelaufen. Ein Jetpack. Das geht schon mal sehr schlecht los. Mit dem sollten wir hier oben landen, aber es läuft richtig schlecht. Jetzt die Kamera irgendwie anders ausrichten, was super schwierig ist. Am besten zwei dieser Dudes treffen. Und noch einen dritten, aber dabei nicht runterfallen. Wenn man runterfällt, dann hat man sehr, sehr schlechte Karten, es noch zu schaffen, aber ich gebe nicht auf. Schnell den eliminieren. Jetzt überjumpen. Ich sehe halt nichts, das ist das größte Problem. Oh mein Gott, ich bin runtergefallen, das darf nicht wahr sein. Wo ist der? Okay, der ist noch an der Edge, das ist gut. Das ist sehr gut, ich darf nicht runterfallen. Jetzt zwei Granaten, zwei gezielte Granaten, 5 Sekunden. Einmal hier und einmal... Komm, es zählt noch, es zählt noch. Es zählt nicht. Wie kann das denn nicht zählen? Ich habe ihn besiegt, als die Null noch aktiv war. Das ist Betrug. Das ist mal wieder Betrug. Ich habe es eigentlich geschafft. Oder, Leute? Jetzt mal im Ernst. Er ist doch noch gestorben, als die Zeit da oben eingeblendet war. Also was soll denn das? Also sowas habe ich bei der Aufgabe auch noch nicht erlebt. Das gibt es doch nicht. Unfassbar. Absolut unfassbar. Okay, bisschen schneller als vorher. Jetzt hier am besten nicht runterfallen. Verdammt, das gibt's doch nicht. Aber man muss immer so ein bisschen auf ihn zuschlittern, das ist das Schwierige. Naja, der Notfall ist dann eben so wie vorhin, hier zu dem fliegen. Okay, da hätte ich jetzt eigentlich gar nicht landen müssen. Der macht doch die Granate. Was drücke ich denn hier jetzt? Rechts? Bestimmt nicht just for fun. Second try. Ach was, man muss die ganze Todesanimation abwarten? Oder fehlt hier einer? Nee. Als ob! Es zählt tatsächlich erst geschafft, wenn die Todesanimation durch ist. Rare, ihr habt sie nicht alle. Echt nicht. Diddy Kong! Yay, second try! Ja. Eigentlich ist es ein Grund, sich zu freuen. Second Try ist echt gut, aber... Ja, ich weiß nicht. Alle Diddy-Bananen! Ich weiß nicht, ob das wirklich fair ist, da die Todesanimation noch abwarten zu müssen. Ich meine, die Zeit ist ja so schon brutal knapp bemessen, ne? Habt ihr ja gesehen. Das ist kein Zuckerschlecken. Aber ja, es ist am Ende des Tages eine gute Leistung. Weiter. Keine Ahnung, was Donkey Kong zu tun hat. Wir sehen mal nach. Hoffentlich haben wir hier die letzten 5 Bananen. Weil beim Igloo habe ich nichts vergessen. Das habe ich extra nachgeprüft. Ah, der muss hier die Singer besiegen, oder? Ja. Instrument geht nicht. Das ist derzeit nicht verfügbar. Aber mit den Zielsuch... Kokosnüssen. Ist das jetzt auch ein Kinderspiel, würde ich sagen. Oh, Banana. Donkey Kong. Yes. So, was gibt's hier noch? Münzen. Aha, hier. Da ist die letzte Bananenstaude. Ich gehe kein Risiko ein, weil wenn wir runterfallen, sind wir sofort tot. Warte lieber. Und mach mir einen Kaffee währenddessen. WTF? Okay. Yeah! Donkey ist durch! Oh yes! Weiter mit, ich glaube, Tiny, oder? Nee, Chunky? Gibt's kein Tiny-Gebäude? Ich dachte eigentlich...
Doch weiter oben, oder? Kann eigentlich nicht sein. Jeder Kong hat hier mindestens eine Aufgabe. Es muss eine Tiny-Aufgabe geben. Ich hab hier drüben. Ja, okay. Dann schauen wir mal hier nach. Was hat sich gut zu erledigen? Entweder ich muss hier durch, ohne gefressen zu werden, oder ich muss sie alle besiegen. Ich schätze mal, alle besiegen. Ja, sieht ganz danach aus. Ja, aber ist ja auch gechillt. Ne? Ich habe jetzt zwar gerade nicht so viele Granaten, aber wird schon passen. Und da ist sogar noch ein Ballon. Okay. Vorsicht. Die schleudern einen ganz schön weit weg, wenn sie einen beißen. Also, ne? Da muss man wirklich aufpassen. Ich bin vorsichtig. Bin sehr vorsichtig. Oh, oh. Ich sollte mich natürlich auch nicht selber mit der Granate treffen, weil das wäre pure Belastung. Jetzt gib mir mal lieber die drei. WTF. Ein Blindgänger. So, jetzt. Alle down! Oder? Ja. Banane braucht immer so lang. Kommt wahrscheinlich mit der Deutschen Bahn angefahren. Oh, aber die Kamera an sich bei den Bananenstauden ist ja übelster Mist. Wie soll ich denn das bitte schön koordinieren jetzt? Okay, hat sogar gepasst. Das nicht. Ah, okay. Der Ballon ist auch pures Trolling. Oh, verdammt, nur noch 8 Geschosse. Aber der seltsame alle Tiny Bananen. Oh yeah. Chillig. Dann weiter zu Chunky. Badam Bee. Oh, Hilfe. Ich will da nicht auf Flugkontakt mit den Singern gehen. Bis jetzt läuft's echt gut. Yippie. Selbst diese böse Diddy-Aufgabe, Second Try. Aber die von Lenky ist schon die schwierigste der Welt, ey. Na, 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 la, la, la. Was gibt's für dich, Chunky Bunky? Oh, ich erinnere mich. Man darf nicht von den Lichtkegeln erwischt werden, sonst... Ich weiß nicht, ob einem da eine ganze... Melone abgezogen wird oder ob man instant stirbt, aber aufpassen. Einfach aufpassen. Ja, überall stampfen. Da war auch eine Chunky-Platte, ne? Alter, ich bleib hier hängen an dem Bild. WTF. Doch nicht? Oder kommt die Chunky-Platte noch? Ich dachte fast, da wäre noch was gewesen. Ah, warte, warte, warte. Lieber gechillt bleiben. Okay. Ah, da ist sie ja. Ach stimmt, so war das. Man muss die Chunky-Platte nehmen, um in die Mitte zum Bonus-Fass zu kommen. Weil jetzt wird man ja nicht mehr gesehen. Aha. Und? Alle Bananas mit Chunky. Welche Aufgabe ist das? Bonus-Stage. Wie viele? Oh, bestimmt mindestens 8, ne? Aber 60 Sekunden. Und ja, 8. Okay, aber erster Treffer. Zweiter muss auch sitzen. Ehre. Nein, als ob. Okay, gut ausgebessert. Nice. Hallo, Betrug, wo ist das Viech? Ah, da. Ja. Die spawnen fast immer hier unten links. Fast immer. Oh, er hat gerade noch gezählt. Und? Meisterleistung! Sehr gut, Chunky. Ich bin halt cool. Ich bin halt stark. Ich bin Chunky! Ey, man sieht dich nicht. Egal, ich mag Fame nicht so. Muss ich wenigstens kein Foto machen, kein Autogramm. Wir sollten tauschen. Spaß, mache ich gerne. Kein Problem. Also meistens. Gibt natürlich auch Momente, wo man halt gar keinen Bock hat oder gerade Scheißtag hat, dann bitte nicht, aber... Könnt ihr ja nicht wissen. Bin dann trotzdem freundlich.
So, jetzt bleibt eigentlich nichts anderes übrig, als die dreckigen Lenky-Aufgaben zu machen, ne? Belastung! Oh, ich will nicht! Ich will nicht! Aua! Gesprengt werden möchte ich aber auch nicht. Naja, Lenky hat beim Schloss zwei Aufgaben. Eine ist eigentlich super easy und die andere ist... broken. Was soll ich noch sagen? Bin aufgeregt. Wir haben auch ein Wiedersehen mit jemandem, den ich hasse, den ihr hasst, den wir alle hassen. Aber dazu gleich mehr. Jetzt erstmal die chilligere Aufgabe. Wie er da steht. Das ist so geil. Das ist so cool. Hoppla! Ja. Okay, erstmal der Ballon. 5 Bananen fehlen noch? Was? Ach so, okay, die sind dann oben, ja, stimmt. Alles klar. Hey, wie geht's? Hey, Lenky. Nicht sehr spannend, in diesem Igloo festzusitzen. Deswegen habe ich mir zum Zeitvertreib ein Spiel ausgedacht. Lass uns eine Runde wagen, sonst sterbe ich vor Langeweile. Ja, gut. Siehst du diese Platten? Dreh so viele um wie möglich. Yippie, das macht Spaß. Ja, also so eine Art... ja, Memory kann man es nicht nennen. Ich weiß gar nicht, ob diese Art Spiel eine offizielle Bezeichnung hat, aber... sowas gibt es ja häufig in Videospielen. Mario Party zum Beispiel. Wir müssen einfach nur mehr Deka-Felder aufstellen als eher K-Rool-Felder. Easy. Und da er eine richtig lahme Tomate ist, im wahrsten Sinne des Wortes, haben wir als Lenky Kong bessere Karten. Ich weiß gar nicht, ob man zwei Felder gleichzeitig umdrehen kann, aber ich denke nicht. Oh, er ist aber doch gar nicht mal so schlecht. Vielleicht hätte ich die freien Felder aktivieren sollen. Aber gut, das macht er jetzt. Und ich folge ihm einfach. Mittlerweile habe ich auch deutlich mehr. Also vorhin sah es da noch ein bisschen besser aus. Für ihn. Ja, bis auf drei haben wir alle. Läuft. Oh nein. Ich habe tagelang an diesem Spiel gesessen. Und du schlägst mich. Du bist kein wahrer Freund. Nimm deinen Gewinn und hau ab. Ja, moin. Was soll das denn jetzt? Aber hey, wer sagt, dass wir Freunde sind? Niemand! Ich bin nur wegen der Banane hier. Lenky Kong. Aber jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Oh my goodness. Die krasse Aufgabe. Warte, muss man hier vorhin noch das... Quadrat... ja, ne? Genau. Man kommt nur auf Zeit in die Spitze des Castles. Und mit Hilfe von Lenkys Blase-Ability. Und hiermit haben wir jetzt alle Bananen. Oh yay! Aber was geht hier eigentlich ab? Nun, zum einen haben wir Lenky. Und zum anderen wieder ihn, den Mistkäfer. Oh, du bist Lenky. Okay, wenn du bei der Rutschpartie schneller bist und 50 Münzen sammelst, lasse ich dir eine goldene Banane. Benutze das Teil hier, um zu steuern. Steuer nach vorne, um zu beschleunigen und nach hinten, um abzubremsen. Drücke, um zu springen, okay? Er ist also wieder zurück. Dieser Dreckskäfer, gegen den Tiny bereits in der Azteken-Arena racen musste. Jetzt ist Lenky in der Kristallkaverne dran. Auf rutschigstem Boden. Der ist sogar noch rutschiger als die Haut meiner Oma. Und ich habe eine unnötige Münze ausgelassen. Blöd gelaufen. Das Ding ist nämlich, das Rennen an sich ist schon super schwer. Aber auch die Münzen zusammenzubekommen, ist alles andere als leicht. Eigentlich
muss man ihn schon beim ersten großen Sprung über das Lavabecken überholen. Sonst sieht's düster aus. Deswegen habe ich jetzt hier auch, ja, nicht jede Münze mitgenommen, die ging. Weil ich versuchen will, hier irgendwie an ihm vorbeizukommen. Oh mein Gott, das hat richtig gut geklappt. Los, Lenki. Was? Nein! Nein, was? Was? Das gibt's doch nicht. Wir waren an ihm vorbei und dann das. Das ist nicht wahr. Okay, jetzt auf Nummer sicher spielen. Ja, die Münzen mitnehmen, springen auf jeden Fall. Weil sonst landet man in der Lava, aber damn, der Bruder hat so viel Vorsprung. Eigentlich ist es jetzt schon fast nicht mehr machbar. Nicht nur, weil wir ihn nicht überholt haben, sondern auch, weil wir übelst viel Zeit verloren haben. Aber aus irgendeinem Grund wird er hier langsamer, WTF. Haben wir doch noch eine Chance? Naja, eigentlich muss ich alles auf eine Karte setzen. Münzen werden wohl kein Problem mehr sein. Da sieht es auf jeden Fall gut aus. Aber ich muss ihn jetzt in der letzten Kurve irgendwie überspringen oder so. Und hier aufspringen, by the way, weil das runterfällt. Oh mein Gott, yes. Ja, ich bin irgendwie vorne. Keine Ahnung, wie das passiert ist, aber ich bin vorne. Go, 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 go. What the fuck? Ein solches Rennen habe ich noch nie erlebt. Das war eigentlich gar nicht mehr möglich zu gewinnen. Du bist besser als ich, Linky. Ja, dieser Preis. Als ob. In diesem Rennen ist nichts nach Plan gelaufen. Und in diesem Let's Play ist nichts normal. Das können wir zusammenfassen. Okay, Boys and Girls, wir machen den Check. Lenky hat alles. Diddy hat alles. Donkey auch. Chunky ebenfalls. Und Tiny genauso. Dann ab zum Boss. Irgendwie hatte ich jetzt voll das Problem, ein Troffenskorf-Portal zu finden. Keine Ahnung warum, aber in dieser Welt habe ich die so gar nicht im Kopf. Das Einzige, was mir jetzt eingefallen ist, ist dieses hier. Dabei ist das so umständlich, da gibt es mit Sicherheit einfachere. Egal. Boss der Kristallkaverne. Mein Lieblingsboss. Das gibt eine Eskalation. 350 Bananen brauchen wir. Nicht schlecht, nicht schlecht. Aber wir haben abermals alle 500. Und als erstes füttern wir das fette Schwein mit blauen Bananen. Was denn? Ist doch ein Schwein. Guck nicht so. War gar nicht gemein. Das war einfach nur... Einfach nur die Wahrheit. Und als nächstes die Lila. Aber warte mal, woher... Wo nimmt Tiny die eigentlich her? Die schmeißt sie aus... Lassen wir das. Die Geheimnisse einer Frau sollten nicht offengelegt werden. Aus Gründen. Auch monetären, nicht wahr, YouTube? Es wird langsam ernst. Unter 100. Aber die große Frage ist, wer kommt eigentlich dran? Sicherlich ist euch aufgefallen, dass bereits jeder Kong einen Boss hatte. Also was jetzt? Nun, auch als Kind habe ich mich das gefragt. Und ich kann nur sagen, der Kong, der jetzt drankommt, kommt aus einem guten Grund dran. Aus mehreren wahrscheinlich. Es ist Oberhaupt DK. Er trägt die Verantwortung. Er ist das Familienoberhaupt. Er möchte alles für seine Familie tun. Und auch für die Donkey Kong Insel. Also los, kämpfen wir! Aber gegen wen ist die Frage? Was treiben diese Asozialen da?
Oh nein. Das kommt doch bekannt vor. Richtig. Armidillo die Zweite. Es gibt eine Revanche. Genauso wie Dogadon gibt es ein zweites Battle gegen ihn. Aber diesmal tritt der gleiche Kong an, der ihn schon beim ersten Mal gedemütigt hat. DK. Was hat sich verändert? Ja, zum einen werden wir verarscht, weil das TNT-Fass aus irgendeinem Grund nicht gezählt hat. Alles klar? Und zum anderen hat er natürlich neue Tricks auf Lager. Warum feiere ich diesen Bosskampf so heftig, fragt ihr euch? Ich meine, es ist doch eigentlich dasselbe wie beim ersten Mal. Naja, erstens stimmt das nicht ganz, er hat neue Tricks auf Lager. Zweitens, die Mucke könnte nicht geiler sein. Und drittens, warte. Und drittens, Digga. Es passt einfach alles in diesen Bosskampf. So viele Explosionen, eskalierende Mucke und einfach nochmal Donkey Kong gegen Armidillo, der auf die Revanche pusht und alles versucht, um seine Ehre zu retten. Hier haben wir den nächsten neuen Trick. Eine Stampfattacke, der wir aber easy ausweichen können. Entweder mit einem guten Sprung, wie gerade eben, oder man stellt sich einfach auf das TNT-Fass. Das zeige ich euch beim nächsten Mal. Er ist erstmal ausweichen gefragt. Er rastet komplett aus, schießt wie ein Irrer, aber kriegt erneut ein TNT-Fass auf die Fresse! Verrecke, du Arsch, Alter! Oh, die Mucke ist so gut! Ich dreh mal hier voll auf wie so ein Geistesgestörter. Oh mein Gott, meine Ohren, die werden gesprengt gefühlt. Kommt die Stampfattacke? Ja. Einfach aufs TNT feststellen. Ich glaube, das ist ein kleiner Bug. Es kann einem nichts passieren, obwohl das Ding explodiert. Wenn das nicht genial ist, dann weiß ich auch nicht, Alter. Rück mir nicht auf die Pelle. Du bist gleich wieder tot, genauso wie die anderen. Ich lösch euch alle aus, denn ich bin Donkey Kong. Gib ihm, Bruder! Hua! Was ist das denn? Was soll der Scheiß? Hä? Sowas habe ich auch noch nie gehabt. Also einmal okay, aber zweimal? Das Ding wird doch voll getroffen. Wenn ich den Penis treffen muss, dann sag mir das doch! Ich ziehe nach wie vor auf die Nase! Ja, jetzt habe ich jetzt noch einen Gegentreffer aus Betrug kriege! Ich glaube, ich bin hier! Und? Boom! Jetzt bist du erledigt! Keine Kanonen mehr! Oh Mann, Alter, verpiss dich! Wo ist er denn? Ich seh nichts! Da hinten! Geht flennen! Ja, deine Stampfer kannst du doch sparen, Alter! Damit kommen wir klar, das juckt mich einen Scheiß! Da, 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 ba, ba, oh, du, du, du. Oh, da ist sogar ein Stern aus Mario! Alter, Grant Kirkhope hat für diese Musik einfach einen Oscar verdient. Und jetzt, was zur Hölle passiert da? Er packt auch noch was aus. Eine Geheimwaffe. Ja, moin, what the fuck? Und komplett Eskalation. Boom, 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 boom. Jetzt hilft nur noch flüchten. Und Konter. Oh, wobei, warte. Da kommt noch eine Zielsuchrakete. Einfach gegen das TNT-Fass steuern. Dann easy. Und jetzt dive. In tausend Teile zerfetzt! Das ist vielleicht nicht so eine gute Idee. Oh mein Gott, ich bin so völlig außer Puste, weil die Eskalation real war. Ich
bin so lost, Alter. Ich muss eingewiesen werden. An alle Psychologen, die zuschauen, ich gebe mich geschlagen. Holt mich ab. Holt mich ab, sperrt mich ein. Dadurch, dass die Musik so aufgedreht habe, habe ich gar nicht gemerkt, wie brutal ich geschrien habe. Ich glaube, da muss ich ein bisschen was mit dem Sound später regulieren. Das war jetzt dann ein bisschen too much. Aber hey, ich liebe diesen Bosskampf einfach. Das bedeutet mir so viel wie mein Haus irgendwie. Es ist mein Life. So, und jetzt gehen wir in den Kia, Bruder. Also. Ich kann mich gar nicht mehr ein. Komm, Party Time! Nächstes Schloss geknackt. Yay! Dam ba bam ba da ba dam. Und nun hoch oben in Kairos Zentrale. Die Luke öffnet sich. Nicht. Aber es gibt ja noch diese Riesenkanone hier um die Ecke und die schießt uns in die Krone der Kairul-Festung, wo wiederum die letzte reguläre Welt wartet. Viele hassen sie, aber man muss sagen, Atmosphäre stimmt dort auf jeden Fall. Und ich hoffe, die Atmosphäre hat auch heute bei diesem geistesgestörten Part gestimmt. Also meiner Meinung nach ist das einer der legendärsten Parts aller Zeiten. Wird in die Kanalgeschichte eingehen, weil es pure Eskalation war. Ich bin komplett lost, ich kann nicht mehr reden, ich zittere komplett, weil ich so derbe ausgerastet bin. Pure Liebe für dieses Spiel. Bei diesem Boss habe ich auch immer als Kind den Fernseher so krass aufgedreht, dass immer meine Eltern gekommen sind und mich zusammengeschrien haben und gesagt haben, Junge, ich schlag dir die Fresse, du bist komplett gestört, mach den Fernseher leise. Und ich habe einfach alles ignoriert, noch lauter gemacht, weitergezockt und dann kassiert. Das ist so geil. Aber natürlich muss ich auch objektiv sein. Natürlich ist es ein bisschen lame, dass in diesem Spiel zwei Bosskämpfe recycelt werden. Ja, wahrscheinlich ist Rare da ein bisschen die Zeit ausgegangen oder so. Auf jeden Fall muss es Gründe haben. Egal, man hat das Beste draus gemacht und es war einfach nur episch. 80 goldene Bananen brauchen wir, um in diese krasse Welt zu kommen. Und hier wird mich einiges triggern. Nicht verpassen.